Ja, das sind die Flüchtlinge, die in der Drehscheibe Dortmund, die wir jetzt wieder eröffnet haben, angekommen sind. Knapp 500 Personen, etwas über 500 Personen, aber alle in einem recht guten Zustand. Und wie man es auch mitbekommt, es ist ein bisschen brodelig, aber es ist halt schon sehr entspannt, muss man sagen. Und die Leute sind in einem recht guten Zustand. Ja, also dazu muss man sagen, dass die Stadt Dortmund und die Feuerwehr Dortmund uns mit diesem Camp hier Voraussetzungen geschaffen haben, die nahezu optimal sind. Also das ist schon erstaunlich, was die auf die Beine gestellt haben, und das macht es uns Hilfsorganisationen natürlich sehr einfach, auch wirklich effektiv und optimal zu arbeiten. Ja, zum einen natürlich erstmal ganz, ganz wichtig auf der Reise ein Ort der Entspannung. Die Leute kommen hier an, die können einfach mal durchschnaufen, die haben hier erstmal ein bisschen Ruhe, können quasi auch ein bisschen das Gefühl bekommen, anzukommen. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass wir, wenn ich mich so umschaue, wie bunt es hier ausschaut, haben wir sicherlich 10, 12, 15 verschiedene Nationen hier, klar. Was ist jetzt geplant? Wie viele Leute werden jetzt hier noch eintreffen und wie lange werden die hier bleiben? Also der Aufenthalt ist gar nicht so lange geplant. Wird vielleicht eine Stunde sein, anderthalb Stunden, bis die mal durchgeschnauft haben. Und werden dann von den Kollegen der Bundeswehr, von den Kameraden mit Bussen direkt in ihre Unterkunft nach Sellenborg gefahren. Mama!
Okay. Thank you. Yes. Goodbye.